Zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich eines der weltweit größten Solarkraftwerke dieser Art wurde am Freitag das fertige Objekt in Köthen feierlich in Betrieb genommen. Auf einer 116 Hektar großen Fläche, diese entspricht der Größe von 162 Fußballfeldern, entstanden 10 Photovoltaik-Einzelanlagen, die nunmehr bis zu 45 Megawatt leisten, 9.404 Personenhaushalte mit Strom versorgen können und den grünen Strom in das Stromnetz der Envia Verteilernetz GmbH einspeisen. Bei bestem Solarkraftwetter kamen zahlreiche Gratulanten, um dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Eco AG zu gratulieren. Der Projektant ist an so einem Tag wie heute mit dem Wetter sehr zufrieden. Alles andere wäre ja auch Hohn. Nee, also es war jetzt eine sehr anstrengende Zeit. Wir haben sicherlich bei dem Bauabschnitt, den wir in dem Jahr fertiggestellt haben, das große Glück gehabt, dass wir eben weitestgehend in Sonne montieren konnten, während wir im letzten Jahr mit Horizontalschneeflug zu kämpfen hatten. Aber heute ist ein freudiger Tag. Die Anlage ist am Netz und wir sind guter Dinge. Voraussetzung für die Installation der über 200.000 kristallinen Solarmodule war eine schnelle baurechtliche Genehmigung. Und die bekam ISA recht zügig. Die Zusammenarbeit mit der Stadt würde ich, ohne jetzt zu überschwänglich klingen zu wollen, eigentlich als fast perfekt bezeichnen. Wir haben ein unglaublich schnelles Bauverfahren gehabt. Die einzelnen Genehmigungen waren sehr schnell da. Wir konnten uns auf Zusagen verlassen. Wenn es mal ein Problem gab, was sich eben bei so einer langen Bauphase und auch bei so einem Volumen nie ausschließen lässt, dann ist es eben wichtig, dass man einen Partner hat, wo ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Und da kann ich wirklich sagen, dass sowohl mit dem Oberbürgermeister als auch mit dem Bauamt die Abstimmung einfach sehr, sehr reibungslos immer lief. Für Dr. Rainer Haseloff, den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, steht die Verringerung des CO2-Ausstoßes um 25.000 Tonnen pro Jahr genauso an erster Stelle wie die Vorreiterrolle, die Sachsen-Anhalt in Sachen Entwicklung und Produktion von Photovoltaikanlagen einnimmt. Wir erzeugen mehr als ein Drittel des Stroms schon über erneuerbare Energien und damit sind wir Spitzenreiter in Deutschland. Damit sind auch 16.000 Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt verbunden. Das entspricht der Beschäftigtenzahl in der Chemie. Also ich denke, es ist eine neue zusätzliche Leitbranche entstanden, die auch wirklich Zukunft hat. Und auch wenn die Solarbranche in Sachsen-Anhalt, besonders im Raum Bitterfeld-Wolfen, eine kleine Schwächephase durchlebt, so ist sich der Ministerpräsident Haseloff sicher, dass es Möglichkeiten für die Branche gibt, das Tal zu durchschreiten. Die Solarbranche selber hat zwar ihren Start in Deutschland genommen, aber die Märkte sind ja weltweit, vor allen Dingen in den südlichen Ländern zu sehen. Und deswegen muss auf Export auch und auf Systemlösungen insgesamt, die angeboten werden, gesetzt werden. Und da macht der Preismix natürlich auch eine ganz wichtige Entscheidung mit. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir nicht selber anwenden, wie in solchen Solarparks, dann werden wir auch nicht produzieren und forschen können, sondern dann geht es uns ansonsten wie mit vielen anderen Technologien, die in Deutschland erfunden wurden, aber inzwischen woanders platziert sind. Wir müssen das gesamte Paket hier halten, das heißt Produktion, Forschung und Anwendung und dann natürlich stark auf Export setzen, weil Deutschland ja ein kleines Land ist. Weltweit gesehen sind die Märkte natürlich woanders und da müssen wir rein. Ganz besonders freute sich Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander über die neue friedliche Nutzung des ehemaligen Militärflugplatzes. Dort, wo vor mehr als 20 Jahren noch MiG-Kampfjets Tiefflugübungen absolvierten, sorgen heute Solarmodule für eine grüne Stromgewinnung. Wie viel CO2 eingespart und Kilowattstunden gewonnen werden, das zeigt eine Tafel am Köthener Bahnhofsvorplatz. Wir haben eine sehr schöne Idee gehabt, gemeinsam mit der Deutschen Eco. Auf dem Bahnhofsvorplatz ist gestern eine Tafel aufgestellt worden, wo man also ablesen kann, wie viel Strom hier draußen im Solarpark produziert wird. Also es ist für die Bürgerinnen und Bürger sehr interessant. Aber auch jeder, der Köthen besucht, weiß, er kommt in eine Stadt der erneuerbaren Energien. Insgesamt haben sich an der Errichtung der Photovoltaikanlage neben dem Generalunternehmer Deutsche Eco die SBU Photovoltaik GmbH, die SEAG Service GmbH und die Papendorf Software Engineering GmbH beteiligt. Die Gesamtinvestition lag bei rund 133 Millionen Euro.